Guten Tag, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Diesmal mit einem kleinen Intro für euch, denn ich habe ein bisschen was erledigt offscreen. Man erkennt das vielleicht auch an Gerdas äußerem Erscheinungsbild. Da habe ich wieder ein bisschen rumjustiert. Ich habe jetzt die Augenbrauenfarbe angepasst. Ich habe ihre Gesichtstätowierung verändert, ihr eine andere Frisur verpasst und ja, ihren ganzen Kopf irgendwie ein bisschen general überholt. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was zum Teufel sucht die Frau in D-Türe, kann ich euch sagen, ich habe nämlich zwei Hinweise bekommen, denen ich nachgegangen bin, die aber im Ergebnis nicht spannend genug gewesen sind, um die in der Live-Aufnahme zu zeigen. Zum einen bin ich in der Schlangenschluchtgrotte gewesen, da habe ich nämlich ein fixes, also so ein geskriptetes Skelett irgendwie ausgelassen. Ich dachte, da gibt es vielleicht irgendwie was Geiles, aber das war nur so ein meisterhafter Stahlvorhang, Umhang, keine Ahnung, wie dieser Trank heißt. Und hier in der im Zunga-Schacht, da habe ich einen kleinen Teilbereich übersehen, aber da ist nichts gewesen, außer so ein Blümchen zum Looten. Also jetzt nichts, was man irgendwie hätte zeigen müssen. Jawohl, und ich habe noch ein bisschen was anderes gemacht, aber darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen. Was hatten wir denn jetzt? Oh Gott, also in einem Punkt bin ich aber gerade gar nicht vorbereitet. Wir haben nämlich mehrere Missionen noch offen und sind beim letzten Mal ja nicht mit allem durchgekommen. Ich fange mal hiermit an. Sind wir, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wir haben das mit Derfel erledigt. Wir sind in Emaire gewesen, haben das mit diesem Scherbensturz gemacht. Ich glaube, genau, diese Scherbensturz-Mission, das war, glaube ich, die letzte. Ich glaube, die haben wir abgeschlossen, oder? Ach Mist, das hätte ich offscreen jetzt noch gucken können. Aber egal, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in zwei Parts das Spiel beendet haben, ne? Wir werden mit Sicherheit nochmal das eine oder andere nachjustieren können. Aber eine Sache habe ich erledigt, da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Das sage ich euch aber erst, wenn ich hier fertig bin. Und ich werde das nicht vergessen, weil das hängt mit einem kleinen Zettel zusammen, der hier neben mir liegt. Und ja, der ein oder andere wird sich da vielleicht auch ein bisschen drüber freuen, weil das ein bisschen mehr Struktur auch in das Let's Play reinbringen wird, hoffe ich doch. Was braucht ihr? Wir sind hier echt lange schon nicht mehr gewesen. Ich mag dieses Lager irgendwie ganz gerne. So, wo bist du? Irion, was hängst du denn hier wie so ein Tropf am Boden? Ihr habt die Gegenstände gestohlen und auch das Herz meiner holden Maid zurückerlangt. Nehmt diesen Ring als Dank für die Rettung meiner Ehe. Meine Schwüre ruhen nun in meinem Herzen. Ihr seid eurem Ziel, eine Meisterdiebin zu werden, somit einen weiteren Schritt näher. Möge der Hierophant bei jedem eurer Schritte über euch wachen. Dabei fällt mir ein, dass es einen weiteren Auftrag gäbe. Möchtet ihr ihn annehmen? Ich hab's befürchtet. Eigentlich ja nicht. Also erstmal werden wir mit ihm schnacken, weil beim letzten Mal oder beim ersten Mal, als wir im Mondlager gewesen sind, war er ja noch nicht hier. Wir haben ihn ja irgendwo in Rathier, glaube ich, aufgegabelt, oder? War das in Rathier? Ich glaube schon. Amulett? Das Amulett ist in Riten. Es scheint für den Hierophanten von besonderer Bedeutung zu sein. Warum dem so ist, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Riten, alles klar. Ich habe übrigens gerade total den Bullshit erzählt, denn Irion war von Anfang an schon hier, nur seine Frau, ja, nicht geliebt, das war seine Frau. Die haben wir in Rathier gefunden, so rum war das, musste ich jetzt mal korrigieren. Über dich nochmal? Nun, wo in meinem Herzen erneut das Licht der Liebe brennt, kann ich mich wieder voller Stolz Kelchkönig nennen. Möge der Hierophant über mich wachen. Ach so, deswegen, ja, da steht's übrigens Meire, so heißt sie. Nur hätte ich einfach nur ablesen müssen. Deswegen ist er jetzt auch so glücklich, aber er sah, als wir ihn da unten haben sitzen sehen, finde ich irgendwie voll deprimiert aus. Ja, was kannst du denn über Meire noch erzählen? Gepriesen sei der Hierophant! Gepriesen sei unser Leitstern! Mir wurde gesagt, ich solle nicht den Glauben verlieren. Und meine Gemahlin ist tatsächlich zu mir zurückgekehrt. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar unserer Überzeugungskunst zu verdanken. Weil da hatten wir auch nur eine Prozentchance, ne? Um sie da zu überreden und zu überzeugen und hast sie nicht gesehen. So, jetzt wird's ernst. Worum geht es? Es wurde ausdrücklich gewünscht, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam mit einem Reisenden aus dem Mondlager erledigt. Einem Mann namens Fassmer Hum. Ja, der Hierophant hat darauf bestanden, dass ihr und Fassmer. Aber Fassmer ist kein Gläubiger. Warum sollten wir einen Frevler fördern?
Ja, ich würde eh lieber alleine arbeiten. Also ist ja nicht so, dass ich diese Quests hier generell total toll finde. Und wenn dann auch noch ein anderer Typ mitmischen muss, bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Was kannst du mir denn sonst noch über ihn erzählen? Er ist erst kürzlich zu uns gestoßen und zeigt einen unerträglichen Mangel an Respekt. Aber der Hierophant hat ihm eine Chance gegeben. Ich hoffe, er lernt dadurch, wie falsch sein Verhalten ist. Warum muss ausgerechnet ich mit ihm kooperieren? Ich finde das nicht okay. Kann das nicht jemand anderes machen? Was mache ich jetzt? Geht und betet vor dem Hierophanten. Dort findet ihr eure nächste Aufgabe. Ja, okay. Also zum Hierophanten fällt mir gerade noch was ein, denn ich habe auch viele Folgen vorher schon den Hinweis bekommen, dass am Ende dieser Questreihe aufgeschlüsselt werden soll, wer sich eigentlich hinter dem Hierophanten verbirgt. Und das finde ich wiederum sehr, sehr motivierend. Also danke nochmal an den Tippgeber, denn jetzt betrachte ich das vielleicht ein bisschen anders. Ach, guck mal, da ist er schon. Sieht auch aus wie so ein Bauer. Dieser Bart. Ich bin schon wieder maximal vorurteilsbehaftet. Ne, aber irgendwie... Na gut, wir quatschen mal. Schon gut, ich versuche ja brav zum Hierophanten zu beten. Wie ein verdammter Narr. Also lasst mich einfach in Frieden, ja? Du, ich bin auch kein Fan vom Hierophanten. Vielleicht verstehen wir uns am Ende dann doch ganz gut. Was kannst du mir über das Amulett erzählen? Ihr habt also davon gehört, was? Wir scheinen langsam unsere Anerkennung zu bekommen, wenn der Hierophant schon ausdrücklich wollte, dass wir es stehlen. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich immer dachte, unser Leitstern wäre nichts weiter als ein breitarschiger Holzkopf. Aber vielleicht verhält er sich mir gegenüber ja jetzt mal anständig. Okay, ich glaube, ich könnte den vielleicht am Ende doch mögen, aber trotzdem, ich bleibe dabei, dass ich lieber alleine arbeite. Irion? Dieser Jammerlappen. Obwohl seine Liebste wieder bei ihm ist, interessiert er sich mehr für Tänze und Schauspielerei als für das Diebeshandwerk. Da kann einem Mann schon mal das Bier sauer werden. Der hat voll rote Augen. Guckt euch das mal an, ist schon ein bisschen Psycho, oder? Meire? Meire besitzt die Fähigkeiten einer Meisterdiebin, daran besteht kein Zweifel. Wenn sie doch nur nicht so vernarrt in diesen schlangenzüngigen Hierophanten wäre. Jetzt, wo sie wieder bei ihrem Säufer von einem Mann ist, wird sie vermutlich auch wieder dieselbe, die sie immer war. Echt, Irion ist ein Säufer. Wussten wir das schon? Gehen wir. Keine Ahnung, aber das machen wahrscheinlich relativ viele Reisende, ne? Sauf, Spiel, Tanz, Schauspiel. Gehört wahrscheinlich alles so zum Unterhaltungs-All-Inclusive-Paket. So, Herr Hierophant, Frau Hierophant, entschuldige bitte. Ihr seid gekommen. Gut. Nun, wo ihr bereit seid, fortzufahren, weiß ich, was getan werden muss. Ihr und Fasmer Hum werdet das Amulett von Riten stehlen. Der Ungläubige hat ausnahmsweise zugehört und ist begierig darauf, sich zu beweisen. Deshalb wird er euch bei dieser Mission helfen. Ich will aber keine Hilfe. Erzählt mir von dem Amulett. Der Gegenstand, den ihr für mich stehlen sollt, ist das Amulett. Das ist die einzige Information, die ihr benötigt. Ja, super. Danke für deine unfassbare Auskunftsfreude. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Riten ist ein Labyrinth von sonderbarer Art. Um seine Tiefen zu erforschen, werdet ihr mit Fasmer Hum, einem weiteren Reisenden, zusammenarbeiten. Fasmer empfindet nicht die nötige Verehrung für den Hierophanten, Schatten. Er wird während dieses Auftrags lernen, wie wichtig Respekt ist. Aha, du kannst in die Zukunft gucken und weißt das, oder was? Was? Ihr habt also alles kapiert, ja? Der Hierophant schickt uns nach Riten. Ich habe den Hierophanten immer für eine gehörnte Bestie gehalten. Er sagt Dieben, was sie stehlen und freien Leuten, wen sie anbeten sollen. Toller Anführer. Ich kam eigentlich hierher, um meine Ruhe vor Befehlen zu haben. Aber ihr Reisenden befolgt auch nur Anweisungen, genau wie alle anderen. Du, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander und mir ist gerade aufgefallen, wenn er nicht dazwischen gelabert hätte, hätte ich das vorher auch angemerkt, aber ich hatte bei der letzten Gesprächsoption mit dem Hierophanten auch die Möglichkeit zu fragen, ob ich das nicht alleine machen kann, aber ich hatte Angst, dass dann vielleicht die Quest irgendwie abgelehnt wird oder so, deswegen habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden. Warum hasst ihr den Hierophanten? Ich habe ein Leben im Luxus aufgegeben, um zu einem legendären Reisenden zu werden. So wie der wirbelnde Tom oder vielleicht sogar so wie Meire oder Irion früher mal waren. Als ich mich den Reisenden angeschlossen habe, wollte ich Gesetze, Regeln und Besitz hinter mir lassen. Und das nur, um mir jetzt einen neuen Seher aufzuhalsen. Wohl eher einen neuen Aufseher. Ich kann den irgendwie voll nachempfinden. Wollen wir nicht zusammen irgendwie durchbrennen oder so? Sollen wir nach Riten gehen?
Tja, hier bin ich und brabble wie ein dreifach verdammter Malzwurm. Oder wie der Hierophant. Sucht es euch aus. Ihr betretet Riten durch den Haupteingang. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch dann dort drin. Okay, finde ich gut. Also wenn wir so von zwei Seiten das in Angriff nehmen, ist das okay. Guck mal, Gerda sieht aus, als ob sie irgendwie zwei Köpfe größer wäre. Oder steht sie auf irgendwas? Sie steht auf einer Treppe, glaube ich, ne? Riten? Dieser Ort ist unheimlich, feucht und merkwürdig. Ganz Tüvili ist vom Krieg gekennzeichnet. Aber jetzt ist der Turm voller Deserteure. Können wir da schon hin? Gehen wir. Auf ein Wort. Ja, guck mal, sie stand hier wirklich, was, auf ein Wort an diesem Ort. Ich habe es gerade nicht gelesen, sondern nur gehört. Okay, erstmal muss ich hier Ordnung reinbringen. Wo zum Teufel ist Riten? Riten ist hier, das heißt, Riten kennen wir. Hat sich voll gereimt. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das immer so handeln möchte, dass ich erstmal eine Questreihe so lange mache, bis abgeschlossen oder außerhalb Reichweite und so. Oder, ja, ich suche mir was anderes. Deswegen ziehen wir das jetzt einfach mal durch. Ich hoffe nur, dass ich mir hier nichts versemmeln kann. Oh, das ist echt so wunderschön hier. Ich erinnere mich noch, wie wir schon mal hier standen. Ich weiß allerdings nicht, ob das damals auch schon betretbar war, beziehungsweise ob wir uns da schon umgesehen haben, vollumfänglich. Lass mich jetzt einfach mal überraschen. Ein bisschen was anderes haben wir auch noch zu tun und ich wollte euch ja auch noch was sagen. Bietet sich das jetzt an, ja oder nein? Ich würde fast sagen ja, denn wir scheinen das Gebiet noch nicht erkundet zu haben. Amulett stehlen. Oh Mann, ey. Das wird schon wieder richtig ins Auge gehen, befürchte ich. Gucken wir einfach mal. Ihr habt es also geschafft. Vergesst nicht, dass hier mehr als nur euer Ruf auf dem Spiel steht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also gut, wie es aussieht, ist auf meiner Seite ein Hebel. Und er scheint irgendwas auf eurer Seite zu öffnen. Ja, geht nur. Okay. Ja, betätigst du den Hebel jetzt oder was? Aber kann es sein, dass die mit Stehlen jetzt hier in diesem Missionszusammenhang einfach nur meinen, dass man irgendeine Kiste erreichen muss und das dann rausnehmen soll? Also ich würde das begrüßen, wenn das so wäre. Definitiv. Klingt oder sieht aktuell nicht nach einer aktuell klassischen... Voll doppelt gemoppelt. Dings ja aus. Ich kann irgendwie schon wieder nicht mehr reden. Weil ich gedanklich hier gerade voll versuche abzuscannen, was hier abgeht so. Ich wollte eigentlich über was anderes reden, aber irgendwie ist hier voll dauerhaft Action. Warum ist denn diese Geheimtür hier nicht eingezeichnet? Was soll denn das? Finde ich schon mal nicht okay. Diese Tür wird auch ungewöhnlicherweise geöffnet. Schlüssel oder Dietriche sind nutzlos. Mir noch gar nicht aufgefallen. Aber immerhin weiß ich jetzt, warum die nicht eingezeichnet war, ne? So, muss ich jetzt hier irgendwie rumschleichen oder kann ich jetzt hier mit roher Gewalt einfach rumgehen? Das sieht irgendwie fast so aus, als müsste ich schleichen. Ich fühle mich irgendwie voll bescheuert, weil wenn das nicht sein muss, dann lege ich es auch nicht unbedingt darauf an. Da hinten ist noch ein Schatz. Was ist denn da los? Nein, falsche Taste. Ach, das ist hinter der Tür. Die Kiste. Ich dachte, die wäre jetzt hier irgendwie greifbar für mich. Oh nein. Okay, seid ihr stark? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Also, boah, die ziehen mir MP ab. Was ist denn da los? Oder sah das gerade nur so aus? Alter Schwede. Okay, ihr seid ein bisschen gruselig, so auf den ersten Blick, weil ihr alle irgendwie zaubern könnt und voll gruselig seid, so in euren Bewegungsabläufen. Okay, aber die nehmen mir offensichtlich nicht allzu viel Schaden ab. Es gab nämlich schon mal ähnliche Zauberer. Ich glaube, das war in diesem ersten, dem ersten Gebiet von Detüre. Nee, im zweiten. Im zweiten, da wo dieser eine Typ, wo der sich da mit dieser Krankheit da angedingst hat, da gab es auch so eine ekligen Zaubergegner, die voll viel Schaden ausgeteilt haben. Und da habe ich noch nicht mal auf schwer gespielt und die waren trotzdem nervig. Guck mal, wie akrobatisch er hier von uns gegangen ist. Ist das nicht faszinierend? Sogar im Tode noch sportlich, ey. Was für ein Vorbild. So, dann können wir jetzt hier theoretisch auch ein bisschen Remi-Demi machen. Danke übrigens auch für den Tipp, den ich aus diesem einen Lagerraum in Rath hier heraus erhalten habe, dass ich zum Zerstören von vielen Kisten oder Gegenständen ja idealerweise meine Chakrams mal einsetzen könnte. Keine Ahnung, warum ich da mal mit meinem Stäbchen gegengehauen habe, aber jetzt weiß ich es besser und ich habe mich sogar dran erinnert. Obwohl ich mir das nicht notiert habe oder so. Ja, was ich euch eigentlich sagen wollte,
Ich habe mir jetzt mal eine generelle Übersicht über alle Bücher, die ich besitze. Also über alle, nee, ich muss korrigieren, stopp. Nicht über alle Bücher, aber über die Bücher, die Seriencharakter haben, also die durchnummeriert sind oder die Kapitelcharakter haben, passt wahrscheinlich im Buchkontext ein bisschen besser. Das heißt, wenn wir zukünftig irgendwo Bücher sehen, dann habe ich jetzt immer einen kleinen Zettel neben mir, der mir sagt, ob ich das in meiner Kiste schon habe. Ist das nicht toll? Und ich weiß, dass ich in Rathier, da stand ich einmal vor so einem Bücherregal und da gab es so eine das Abenteuer Teil 8. Und diesen Teil hatte ich leider noch nicht. Also vom Abenteuer habe ich schon relativ viel. Vom Kompendium fehlt mir mit Abstand am meisten, also von den Serien. Wie ich sehe, habt ihr es wohlbehalten hindurchgeschafft. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Gefallen zu erwidern. Der Weg hier ist versperrt. Seht ihr auf eurer Seite irgendwo einen Hebel? Vergesst mich nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Mann, ich habe mir die ganze Zeit fest vorgenommen, mir das beizubehalten, aber ich kann mich immer nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Auf jeden Fall wird das jetzt zukünftig alles ein bisschen einfacher laufen, so. Und ein bisschen, übersichtlicher, so organisierter. Organisierter war das Wort, was ich sagen wollte. Ich sehe hier keinen Hebel. Oder bin ich blind oder muss ich weiter nach vorne laufen? Hier kann ich nichts kaputt machen. Von mir aus kann er aber auch erstmal eine Weile drin verharren. Ach, hier ist der Hebel. Ach, der ist sogar eingezeichnet. Der sagt doch was. Oh, was ist denn da los? Alter Schwede, okay. Also diese Form von Zusammenarbeit, die ist noch okay. Da habe ich auch ehrlich gesagt nichts gegen einzuwenden. Wo ist er jetzt rausgekommen? Ach, der ist gar nicht hier rausgekommen. Ich habe ihm... Ah, auf seinem Parallelweg quasi... Verstehe. Den Weg jetzt geebnet. Alles klar. Ziehen wir hier einfach mal volle Möhre durch. Und es gibt ja zu... also man kann ja zu den... hallo? Man kann ja leider nicht einsehen, wenn man irgendwie ein so ein Buch findet, was irgendwie als Teil 2 oder so kategorisiert ist. Mhm. Kann man ja leider nicht sehen, was die maximale Anzahl ist. Und ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass ich wirklich alles finde. Weil ich habe zum Beispiel vom Kompendium ist die höchste Zahl, die ich gefunden habe, die 14. Also da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es mindestens 14 Teile gibt. Wenn ich am Ende von dem Let's Play allerdings... ja, feststelle, dass nach der 14 noch eine 15 und eine 16 kommt und die habe ich nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, ne? Also ich, ja, muss mal gucken, wie das dann ganz am Ende aussieht. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, wir werden uns ja noch eine Weile mit dem Spiel befassen, deswegen bin ich da aktuell relativ entspannt. Ja, und dieses eine, das Abenteuer Band 8 oder Teil 8 oder Kapitel 8, das war in einem Raum platziert. Ich habe da auch einen Kommentar mit Hinweis zu bekommen. Das befand sich in einem Raum, der relativ gut besucht war, wenn mich nicht alles täuscht. Also dadurch, dass wir die meisten von diesen Büchern, also gerade auch aus der Abenteuer- oder Kristallkrieg-Reihe und wie sie nicht alle heißen, ja häufiger finden können und die nicht nur einmal im Spiel auftauchen, hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich zukünftig nochmal irgendwo so eins finden werde. Ich meine, wir haben noch so viele Städte vor uns, gehe ich mal ganz stark von aus. Allein Adessa wartet ja noch als wahrscheinlich ebenfalls riesige Stadt. Und ich werde zukünftig halt ein bisschen genauer hingucken. Ne? Ohne, dass wir uns das gleich durchlesen, weil das wollte ich ja irgendwann mal bei den umfangreicheren Geschichten oder Themen in einem separaten Part, in so einer optionalen Bonusfolge oder so unterbringen. Und ja, das wollte ich euch nur wissen lassen. Ihr habt jetzt bestimmt gedacht, dass ich was voll Tolles zu berichten habe und seid jetzt voll enttäuscht, weil es voll lame und unspektakulär ist. Aber nämlich freut das. Hätte ich eigentlich schon viel früher machen können. Es gibt ein Problem. Ich finde keine Möglichkeit, weiterzukommen. Und ich habe nichts gesehen, was uns weiterhelfen würde. Also schätze ich, dass ihr wieder dran seid. Ist da irgendwas auf eurer Seite? Ja, geht nur. Meister Kringel, hallo? Ich habe mich keinen Schritt bewegt, ey. Was pöbelst du mich denn an? Ich meine, ich weiß ja, dass du irgendwie ein Pöbler von Dienst bist, aber du hast hier in mir eher einen Verbündeten, ja? Als irgendwie einen Feind. Oh, oh, verdammt. Was? Oh, hallo? Was habe ich getan? Achso, hier ist die Tür jetzt auch offen.
Sind jetzt irgendwie wieder zusammen oder was? Oder laufen jetzt hier immer noch? Ah, jetzt kommen wir beide in den Riesenraum hier. Okay, ich hole mal Gerd sicherheitshalber. Ich glaube, man sollte das wahrscheinlich wirklich machen, ohne entdeckt zu werden. Aber habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich glaube, das wäre echt in einem totalen Desaster. Oder hätte in einem totalen Desaster geendet. Und wahrscheinlich kurz bevor ich die besagte Truhe oder das besagte Item erreicht hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwie erwischt worden. Von einem einzigen. Das hätte dann voll die Kettenreaktion ausgelöst oder so. So, tschüss Gerd. War nett mit dir. Ich muss ihn jetzt leider entfernen für den Fall, dass unsere Begleitung jetzt wieder anfängt zu labern und so und er dann wieder im Hintergrund mit seinen Todesschreigeräuschen da irgendwie wieder zwischenfunkt und so. Ja, wo ist denn unser Kumpel überhaupt? Wir sind auch noch gar nicht in dem Raum, wo wir das Item holen sollen. Es geht noch weiter. Wer hat denn die da bitte nach oben gehievt? Siegel des Lichtes. Packe ich gleich mal in Plunder. Den Rest nehmen wir mit. Ja, aber ist er nicht auch irgendwie hier? Ach, er ist jetzt gerade bei dem Kampf gar nicht mit dabei gewesen. Das ist ja ull. Ich dachte, wir kämpfen jetzt hier in voll großer Truppe. Das sah für mich so ein bisschen nach Showdown-Raum aus, aber Hustekuchen. Prismär einmal. Oh, Pyromantika. Aha. Was bist du denn? Diese legendäre Waffe wurde von dem Magier Valfilian K. als Höhepunkt seiner Forschungen in mühevollster Arbeit gefertigt. Bist du ein Stab? Magier? Nee, du bist ein Zepter. Ich glaube, das ist ein Zepter. Also wir nehmen es auf jeden Fall mit, keine Frage. Oh wow, also die Sachen, die wir hier finden können, die scheinen auf jeden Fall schon qualitativ eine etwas andere Ebene zu erreichen als in den letzten Folgen. Was wollte ich nachgucken? Genau, was ist mit diesem... Ist es Tatsache ein Stab? Oh mein Gott. Deutlich mehr Schaden als Rita. Also es sei denn... Ich weiß halt nicht, ob diese Prozentangaben mit dem Boni und so immer schon mit einfließen. Ich würde mal direkt sagen, wir haben eine neue... Alter, sieht die geil aus. Okay, Mädchenanfall. Achtung, bitte alle unter die Tische krabbeln. Ich behalte das jetzt. Ist mir egal. Ist mir egal, ob die Waffe scheiße ist. Boah, Alter, sieht die geil aus. Boah, damit kann ich voll meinen kleinen Pimmelkomplex kompensieren, den ich durch die hässliche Rüstung habe. Ich drücke mich hier schon wieder so grenzwertig aus, ey. Entschuldigt bitte, aber ich finde das immer so geil, wenn man neue Waffen kriegt, die dann auch irgendwie noch so mega geil aussehen. Ich bin jetzt schon voll der Fan davon. Cool. Ich mochte sowieso das Feuerelement hier von Anfang an mehr als das Blitzelement. Auch wenn mein Hauptzauber ja irgendwie ein Blitzzauber ist, aber trotzdem. Ja, guck mal, wir haben zu keinem Zeitpunkt hier bisher irgendwie eine Übergangsmöglichkeit. Aber jetzt kommen wir zu ihm. Das heißt, jetzt wird es auch wahrscheinlich auf einen Bosskampf, Mini-Bosskampf hinauslaufen. Aber offiziell sollen wir einfach nur was klauen, ne? Ach, was weiß ich. Tja, sieht aus, als hätten wir es entgegen der Voraussagen des Hierophanten geschafft. So viel zu seinen viel gepriesenen Prophezeiungen. Die Tür wird durch zwei Druckplatten geöffnet. Ihr stellt euch auf die eine und ich mich auf die andere. Okay, habe ich verstanden. Gibt's ja ansonsten noch irgendwas mitzunehmen? Lähmungssporen, das sind die gewesen, die ich auch gefunden habe in diesem kleinen Abschnitt, in dieser Zanga-Schlucht oder wie das hieß. Mehr war da nicht, also nicht mal irgendwie eine Kiste oder so. Aber das stimmt, einen kleinen Teilbereich habe ich übersehen. Also es tut mir echt leid für diejenigen, die das jetzt irgendwie gern gesehen hätten, aber ganz ehrlich, so spannend war das nicht. Es brennt! Es ist... Ich kann mich nicht bewegen! Oh mein Gott. Was? Hallo? Kann mal jemand Wasser holen? Ah nee, oh nee, dann brennt er ja noch mehr, wenn ich da jetzt raufkloppe. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh mein Gott. Fasma scheint unter irgendeinem seltsamen Fluch zu stehen und reagiert nicht. Nein! Warum passiert immer sowas Leuten, die ich mag? Ich finde das nicht okay. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche Hilfe. Warum sind denn die ganzen Gegner jetzt hier wieder respawned? Spinnen die? Wer oder was ist hier? Zu Irion zurückkehren. Achso, das ist einfach nur der gekennzeichnete Ausgang. Das finde ich gerade in höchstem Maße beunruhigend.
Die Hierophantin, die wird am Ende bestimmt sagen, das hat er sich selbst zuzuschreiben, weil er ungläubig ist oder weil er einen Mangel an Respekt hat oder irgendwie so ein Scheiß. Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Seht ihr, das haben wir davon, wenn wir von unserem Auftraggeber keine weiteren Informationen zur eigentlichen Beute bekommen. Sie hat sich nämlich schon so kryptisch geäußert von Anfang an und wollte darüber nichts erzählen. Das war irgendwie fast klar, dass irgendwas Schlimmes passieren würde. Jetzt habe ich voll, ja, voll den Hierophantenhass. Damit hat er mich gerade voll angesteckt wieder. Ich meine, es ist ja vorher schon so ein bisschen so gewesen, dass ich den nicht mochte und mir das alles keinen Spaß gemacht hat. Enkes Schuhe. Okay. Der gnomische Zauberer Enke führte einen Kreuzzug gegen Nekromanten und bereitete diese Relikte vor, um sich vor ihren untoten Dienern zu schützen. Ja, hat ihm wohl nichts gebracht, wenn jetzt in der Vergangenheitsform von ihm berichtet wird. Nee. Ja, okay, es sei denn, er ist in gewöhnlichen Alterstod gestorben. Kann natürlich auch sein. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ich werde es dem Typen helfen. Das einzig Blöde an diesem Feuerstab ist jetzt natürlich, dass ich sowohl mit der Primär- als auch mit der Sekundärwaffe Feuerschaden austeile, ne? Was ist denn hier los? Ach du gute Güte. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Wahrscheinlich nicht. Oh nee, sowas kann ich nicht. Aber ich bin nicht instant tot, oder? Ich habe gerade ein bisschen Angst, auch wegen meinem Schwierigkeitsgrad. Das wäre aber, glaube ich, irgendwie zu krass, oder? Das werden die Entwickler ja wohl nicht bringen. Oh, was? Alter. Okay. Das kam überraschend. Mann, ich bin echt zu blöd zum Kacken, ey. Ernsthaft. Ich will jetzt eigentlich keine Tränke verschwenden. Ich hätte jetzt wohl nicht sterben, wenn ich mich nochmal treffen lasse. Am besten, ich lasse mich gar nicht erst treffen. Okay. Irgendwie. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Oh, ich krieg die Krätze, ey, wirklich. Oh, was für eine Scheiße da, ey. Da überlebe ich so unfassbar viele Parts auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und dann verrecke ich bei so einem Müllmessern, ja? Oh, nee, ey. Für sowas habe ich echt überhaupt gar keinen Nerv. Ey, jetzt darf ich die ganze Rotze hier nochmal machen, ey. Glückwunsch. Boah, ey, ohne Worte. Sorry, ich muss mich jetzt erstmal wieder akklimatisieren. Hat sich jetzt auch meine neue Waffe nicht gespeichert? Doch, die habe ich Gott sei Dank noch. Boah, ey, trotzdem. Geht mir einfach nur ums Prinzip. So, gab es jetzt zwischenzeitlich noch irgendwie Dialoge oder so? Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Cut setzen soll. Boah, ey, das regt mich alles so auf. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt Enkes Schuhe Gott sei Dank auch nochmal gefunden. Also der generell auch der andere Kisteninhalt war, glaube ich, identisch. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie austricksen kann. Wahrscheinlich sollte ich mich jedes Mal heilen, bevor ich, also so komplett hochheilen, bevor ich jetzt versuche, hier irgendwie rüber zu laufen. So, das geht auch klar. Ich weiß nicht, ich kann sowas immer nicht. So Timing-Sachen kriege ich generell nie hin. Alter Schwede, ey, das ist doch nicht normal. Ey, das kann doch nicht deren Ernst sein hier. Ich werde jetzt immer auch nur mal sicher gehen und Tränke konsumieren. Ich könnte jetzt natürlich für diese Stelle auch irgendwie... Warte mal, ich kann auch den hier machen. Bringt mir das irgendwas? Ja, ich glaube schon. Habe ich es jetzt? Ja, meine Güte, ey. Oh, wie mich das einfach aufregt. Wisst ihr, wenn ich bei so einem starken Gegner irgendwie draufgegangen wäre, okay, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Aber an so einer Stelle, bei so einem Schnulli, muss das sein, dass man dann irgendwie den Charakter direkt zum Verrecken bringt? Das war mir gerade etwas zu heftig. Aber ich wette, das war auch den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen geschuldet. Ich wette mit euch, das wäre auf Mittel nicht so krass ausgefallen. Ich meine, wir hatten ja auch speziellere Waffen schon in anderen Dungeons und das war nicht mal im Ansatz mit denen hier vergleichbar. Oh, hallo. Na, wenn das mal kein atemberaubender Anblick ist. Mein kleines Täubchen ist erwachsen geworden und raubt ohne Not oder Sinn diesen Ort aus.
Es war nicht ganz einfach, euch und den armen Phasma hier unten aufzuspüren. Aber als ich gehört habe, auf was für einer Mission ihr seid, musste ich euch ausfindig machen. Ist er jetzt für oder gegen uns? Wo wart ihr? Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich am Galgen sehen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ich schätze, er dachte, solange ich die Botschaft nur verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ich tot bin oder nicht. Da hat sich der Hierophant wohl geirrt. Ich musste so viel über den Hierophanten in Erfahrung bringen, wie ich konnte. Und das hat mich hierher geführt. Zu euch. Okay, ich versuche mich mal ein bisschen mit dem zu verbrüdern, weil nicht, dass wir den vielleicht später noch brauchen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich war eine Weile im Dunkel verschwunden, Täubchen. Und das tut mir leid nach allem, was ihr in Ohnswehr für mich getan habt. Aber ich musste mal abtauchen und ein wenig graben. Und ich habe auch etwas gefunden, Täubchen. Ja, ich habe etwas gefunden. Ich hatte euch doch gesagt, dass mir der Hierophant eine Falle gestellt hat. Und nur falls ihr daran gezweifelt haben solltet, der Hierophant hat euch und Phasmir hier ebenfalls eine Falle gestellt. Aber warum mir? Was hab ich dem Hierophanten denn getan? Ich habe doch seine Aufträge immer befolgt und warum ist das Licht jetzt hier ausgefallen? Das war eine Falle des Hierophanten? Denkt nach, Täubchen. Ja, Phasma hat sich das Maul über den Hierophanten zerrissen, aber bei euch sieht die Sache anders aus. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Der Hierophant sieht alles und weiß alles, heißt es doch. Und das macht euch zu einer Bedrohung. Ihr wurdet beide hierher geschickt, weil der Hierophant wusste, dass zumindest einer von euch verflucht werden würde. Also bin ich hier, um euch zu helfen. Okay, mich nervt das hier voll mit dem Bild. Also nicht, dass das jetzt ein Weltuntergang wäre, aber das killt so ein bisschen das Ambiente. Und was jetzt? Wir helfen dem armen Phasma. Ich habe gehört, dass euch dieser Auftrag nach Riten führen würde und außerdem etwas über das Amulett herausgefunden. Diese Gemme sollte in der Lage sein, den Fluch aufzuheben. Gebt sie Phasma, in Ordnung? Okay, Träne Mitaros, ja, klingt wirksam. Was kannst du mir über dich erzählen? Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich aufknüpfen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ich schätze, er dachte, solange ich die Botschaft nur verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ich tot bin oder nicht. Da hat sich der Hierophant wohl geirrt. Ich musste so viel über den Hierophanten in Erfahrung bringen, wie ich konnte. Und das hat mich hierher geführt, zu euch. Ja, er scheint dem Phasma relativ ähnlich zu sein, ne? Also auch so, was sein Gedankengut und seine Einstellung insgesamt anbelangt. Was weißt du über das Amulett? Es ist mit ziemlicher Sicherheit für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich. Irgendein Amulett von Telogros, getarnt als Geschenk. Man sollte eine Gemme immer auf Makel überprüfen, Täubchen. Ja, ich weiß, aber wir haben das ja nicht überprüft. Er ist ja hingerannt und hat sich dann diesen blöden Fluch da eingefangen. Riten? Ein seltsamer Ort, nicht wahr? Der alte Hauptmann hier war die Inkompetenz der Armee leid. Also rebellieren Sie jetzt. Ich finde den Ort eigentlich voll schön, aber ich finde das halt ein bisschen gruselig, was hier gerade abgeht. Wie kann ich Phasma helfen? Verwendet die Gemme, die ich euch gegeben habe, mit dem Amulett, das ihn verflucht hat. Das sollte ihn wieder in Ordnung bringen. Alles klar. So, das wussten wir ja eigentlich schon. Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade überlegen, wie ich jetzt schneller zu ihm hinkomme. Muss ich jetzt hier wieder durch die Fallen? Sind die inaktiv? Die sind aber noch in der Minimap eingezeichnet, deswegen traue ich dem irgendwie noch nicht so ganz, aber ich folge ihm jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, dass wir den armen Phasma da wieder rausgeholt bekommen. Ich bin echt gespannt, wie sich das mit dem Hierophanten noch entwickeln wird. Also inzwischen mag ich diesen Missionsstrang irgendwie doch ganz gerne. Achso, und jetzt bin ich an der Reihe, indem ich ihm das da verabreichen soll. Ich verstehe. Hallo Phasma, ich hab da was für dich. So, Phasma steht noch immer unter dem Einfluss des Fluchs. Der Schaden müsste jedoch rückgängig gemacht werden können, wenn die Träne Mitaros mit dem Amulett verbunden wird. In die Scherbe anbringen, so rum. Ihr habt mich gerettet. Als ich in diesem Fluch gefangen war, wusste ich nicht, was geschehen würde. Aber ihr habt mich gerettet. Und Grimm ist hier. Grimm Onweg? Es hieß, er sei tot. Ihr solltet mit ihm reden. Wie es aussieht, seid ihr diejenige, wegen der er hier ist. Gehen wir.
Schätze, denn wir haben uns schon miteinander unterhalten, weißt du? Also wir sind nicht schweigend nebeneinander hergelaufen. Und wie geht's jetzt weiter? Das würde mich mal interessieren. Nee, warte mal, zuerst gucken wir uns mal an, was dieses Amulett kann, wenn wir das überhaupt behalten dürfen. Ein verzaubertes Amulett, das völlig unscheinbar ist, würde es nicht eine seltsame Wärme ausstrahlen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schokoladentafel, nur ein bisschen vergoldet oder so, oder? So auf diesem kleinen Bild. Egal. Schön zu sehen, dass sich Fasmer wieder rühren kann. Sorgen wir dafür, dass ihn der Hierophant nicht erwischt. Und wenn ihr Irion seht, dann sagt ihm, dass Fasmer tot ist. Aber kommen wir zu etwas anderem. Ihr seid durch diese Länder gerannt, wie es eine gute Reisende eben tut, Täubchen. Aber jetzt habe ich einen Auftrag für euch. Wir alle haben die Bosheit des Hierophanten zu spüren bekommen. Lasst uns nun dafür sorgen, dass wir diesen Gefallen erwidern. Okay, wie wollt ihr das anstellen? Das war auch gerade mein erster Gedanke. Ich habe einen Plan, Täubchen. Wir tun mehr als einfach nur Rache nehmen. Wir vertreiben den Hierophanten von der Macht, damit die Reisenden von niemandem mehr beherrscht werden. Der Hierophant wollte, dass ich den Tod finde, während ich ein bestimmtes Buch stehle, die schwarzen Sendschreiben, das nach unserem Verschwinden in den Besitz der Gnome übergegangen ist. Ich könnte mir kein besseres Werkzeug meiner Rache vorstellen. Allerdings haben es die Gnome versteckt. Und damit wir es aufspüren können, müsst ihr den Spiegel der Weite stehlen. Ich will aber nichts stehlen. Warum muss ich das tun? Es ist unglückselig, Täubchen, aber es ist nun mal euer Los. Der Hierophant weiß alles und sieht alles. Außer euch. Na okay, das klingt leider plausibel, muss ich ja zugeben. Was ist der Spiegel der Weite? Er ist ein uraltes Relikt der Errati-Magie. Er ist älter als diese Länder. Vermutlich sogar älter als die Feien, würde ich schätzen. Mit dem richtigen Gedanken zeigt er einem das Objekt der Begierde, solange es einem nur vertraut ist. Und das bedeutet, wir können ihn verwenden, um die Sendschreiben wiederzufinden. Okay, auch das klingt einleuchtend, so halbwegs zumindest den Hierophanten loswerden. Hört mir zu, Täubchen. Der Hierophant weiß nicht, dass wir noch am Leben sind. Wenn er es jedoch herausfindet, sind wir erneut in Gefahr. Aber das ist doch nicht einmal das Schlimmste. Der Hierophant entledigt sich nicht nur sämtlicher Andersdenkender, sondern unterdrückt auch die Fähigkeiten der Reisenden und macht sie somit abhängig. Irgendwann werden die Reisenden dann nur noch hilflose Kinder sein, die den Hierophanten brauchen, um überleben zu können. Krass, aber ich verstehe immer noch nicht, wer oder was der Hierophant eigentlich ist, weil das muss ja, wenn der so eine krasse Macht hat, muss das ja irgendein Zauberer oder irgendein übernatürliches Wesen sein. Das kann ja nicht einfach nur eine ganz normale Person sein, die einfach mit Worten sowas beeinflussen kann. Da muss, glaube ich, schon ein bisschen mehr hinterstecken. Wo finde ich den Spiegel? Er befindet sich in einer alten Errati-Ruine im Süden, die man die geschwärzte Halle nennt. Zwischen euch und dem Spiegel stehen eine Armee von Dämonen und drei Prüfungen. Damit ihr die Prüfungen überwinden könnt, habe ich euch am Eingang der Ruine ein Geschenk hinterlassen. Borus Stiefel. Zusammen mit dem Amulett, das ihr und Fasmer gestohlen habt, dürften sie euch äußerst nützlich sein. Der Spiegel ist mächtig und gut geschützt, Täubchen. Aber ihr seid nun mal die Einzige, auf der Blick des Hierophanten nicht ruht. Es hängt alles von euch ab. Oh mein Gott, ich habe ja echt ein bisschen Angst. Vor allen Dingen, wenn er anfängt, von Prüfungen zu faseln. Welche Prüfungen erwarten mich? Da gäbe es den Gang der Flammen, in dem jeder verbrannt wird, der nicht schnell genug ist. Nutzt Borus Stiefel, um ihn unbeschadet zu überwinden. Dann ist da noch das dunkle Labyrinth, ein Irrgarten aus verborgenen Pfaden. Alles, was ihr dort tun müsst, Täubchen, ist einen Weg hindurchzufinden. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Wächter. Es heißt, er sei ein Dämon, der nicht getötet werden kann. Ihr könnt ihn allerdings mit dem Amulett von Riten verfluchen, genau wie es Fasmer passiert ist. Ich hab Angst. Ich will da nicht hin. Der Wächter? Ein Neskaru-Täubchen. Die Legenden sagen, sie habe den König der geschwärzten Halle getäuscht. Sie ist einfach reingeschlüpft und hat sie übernommen. Okay, Dämonen? Die Legenden besagen, sie würden von dem Spiegel angezogen wie Diebe von Juwelen. Und ich bezweifle das nicht. Nach allem, was man so hört, ist die Halle ein seltsamer Ort. Sie dachten vermutlich, der Spiegel könnte ihnen helfen zu sehen. Aber der Wächter lässt nichts und niemanden in seine Nähe.
Boah, mir wird echt ganz anders. Also ich glaube, an dem Ort sind wir schon mal gewesen und der war damals schon relativ befremdlich, so auf seine Art und Weise, wenn ich das jetzt nicht verwechsle. Geschwärzte Halle? Keine besonders behagliche Ruine nach allem, was ich so gehört habe. Der Legende nach hat dort ein alter König mit seiner Gemahlin regiert. Aber ich schätze, es war dort auch überwältigend. Hallen voller Feuer, magische Labyrinthe. Und doch hat die Geschichte kein gutes Ende genommen. Seine Gemahlin war die ganze Zeit über ein Monster. Und mit Monster meine ich einen Dämon. Jedenfalls lautet so die Geschichte. Um dort einzubrechen, braucht es eine wirklich fähige Diebin. Und ich würde sagen, das trifft genau auf euch zu, Täubchen. In der Rolle sehe ich mich aber nicht so gerne. Grimms Ausrüstung? Ich dachte, ihr bräuchtet bei dieser Aufgabe vielleicht etwas mehr als nur euer seltsames Glück, worauf ihr euch verlassen könnt. Deshalb habe ich euch Burus Stiefel und das Amulett von Riten mitgebracht. Ich wollte euch eigentlich auch noch den Dietrich des Meisters besorgen, aber manchmal muss man eben mit dem zurechtkommen, was man hat. Also dann, setzt sie ein, wie es euch beliebt. Sie tragen allerdings nicht mehr besonders viel Magie in sich, deshalb seid gewarnt. Sie werden euch nicht ewig zur Verfügung stehen. Was heißt das denn? Habe ich jetzt irgendwie Zeitbegrenzung, sobald ich das anlege oder was? Prüfung in der geschwärzten Halle? Da gäbe es den Gang der Flammen, in dem jeder verbrannt wird, der nicht schnell. Das kennen wir schon. Dann ist da noch das dunkle Labyrinth. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Wächter. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Ja, sorry, dass ich da gerade reingelabert habe, aber das ist eins zu eins das, was er vorher schon erzählt hat. Wo ist der Spiegel der Weite? Er befindet sich in der geschwärzten Halle. Und dieser Ort steht in dem schauderlichen Ruf, nun ja, ein Todesurteil zu sein. Die Prüfungen darin sind unüberwindbar. Also habe ich mir ein paar vertraute Dinge geschnappt, die euch weiterhelfen werden. Burus Stiefel und das Amulett von Riten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Täubchen. Und ich habe meine Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. Ich will da nicht hin. Das klingt alles viel zu schwer, was er erzählt. Und in dieser Folge machen wir das sowieso nicht mehr. Zur geschwärzten Halle gehen. Was ist, wenn ich dahin laufe? Habe ich dann meine Mission verkackt oder was? Ja, okay. Nächste Folge dann. Das machen wir direkt zum Beginn der nächsten Folge. Ich will mal gucken, dass wir hier trotzdem noch die ein oder andere Kleinigkeit abgewickelt bekommen. Ey, wehe, die Fallen sind wieder aktiv. Nee, ist nicht der Fall. Gott sei Dank. Auf die Stelle hier werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nur Hass schieben. Wirklich, wenn ich das Spiel irgendwann für mich nochmal durchzocke, werde ich sofort an mein Let's Play denken. Okay, nee, euch will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt andere Dinge zu erledigen. Ich werde hier immer wichtiger. Gerdas Rolle und Funktion wird für so viele Menschen immer bedeutsamer mit jeder weiteren Stunde. Tyvili-Küste. Jawohl. Wow. Krass. Da dachte ich mir in der letzten Folge noch, ich werde vielleicht so maximal 2 Parts benötigen, um jetzt diese ganzen kleinen Klecker-Quests irgendwie noch mitzunehmen. Und dann zieht sich das doch alles länger hin als erwartet. Oh, welch Wunder. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal hier. So, ich möchte gerne in dieser Folge noch nach Akata. Und zwar einmal hierhin. Und aber noch nicht ins Zwielichtgesträuch rein, sondern erstmal irgendwelche Pflanzen mitnehmen, die wir hier in der Nähe finden sollen. Für die, ich glaube, das war sogar diese Wurzel, das war keine Pflanze, das war, glaube ich, diese Wurzel, die wir für diese eine Frau aus dieser noblen Rathierfamilie da mitbringen sollen. Für den Sohn, der krank geworden ist, wisst ihr noch? Das, was mir so ein bisschen leid getan hat. Er hat sich da irgendwie in Schmerzen gewunden auf seinem Krankenbett. Und ja, ich glaube, an die Ecke erinnere ich mich sogar noch. Hier gab es doch mal voll den üblen Niskaru-Kampf, als ich zum ersten Mal hier gewesen bin, oder? Keine Ahnung. Lapiduswurzel, genau. So, Malion die Wurzel bringen. Malion hieß der, genau. Malion? Ja, Malion war der Sohn. Wie die Mutter jetzt hieß, habe ich vergessen. Aber ist ja auch egal, wie die heißen. Wichtig ist, dass wir den Leuten irgendwie aus der Patsche helfen. So, und ansonsten, das ist das mit den Urnen. Ja, was haben wir hier? 3 Quellen. Ja, das wollte ich eigentlich auch nochmal in der Folge machen. Das ist hier so in der Ecke. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge unterbringen können. Je nachdem, wie
umfangreich das seiner geschwärzten Halle abläuft. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viel Bammel vor zum Zwielichtgesträuch gehen, okay. Vor einer Mission wie vor dieser. Ich finde, die ist einfach so krass eingeleitet worden. Das klingt auch so ein bisschen, als würden wir uns vielleicht diesem ganzen Hierophanten-Gedöns jetzt wirklich auch dem Ende zuneigen. Also in diesem Zusammenhang. Also wisst ihr, wie ich das meine? Ich kann mich schon wieder überhaupt nicht ausdrücken hier. Hier sind wieder Pflanzenfallen, ne? Ich sehe dich doch, du kleine blöde Kackpflanze, ey. So, Morgan, bitte einmal sterben. Oh, wow, du verträgst meine Blitze echt gut. Aber nicht nur die. Hallo, was ist denn hier los? Waren die schon immer so resistent gegen alles? Oder war der irgendwie speziell? Nö. Hey, der geht viel schneller down als der andere. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal gewesen und ich kann theoretisch könnte ich jetzt auch direkt zum Boss durchrushen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu krass sind. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Irgendein NPC hatte die, glaube ich, namentlich schon mal irgendwie benannt. Bansha N oder so. Ich weiß nicht, ob ich die gerade richtig geschrieben so vor meinem geistigen Auge habe. Aber irgendwie werden wir das ja schon hinkriegen. So, ist das hier schon der letzte Raum? Nee, noch nicht. Okay, warte, das kriegen wir noch ohne Gerd hin. Und ohne irgendwelche Hilfsmittel. Aber danach dann... Aua, danach werde ich ihn dann brauchen. Ich habe auch unsere Schicksalsdings hier voll. Das heißt, das könnte ich dann jetzt hier für den Bosskampf gleich nochmal aufheben. Irgendwie, also wenn ich mir angucke, wie resistent die ganz normalen Standardviecher hier sind, kriege ich langsam doch ein bisschen Sorge, was unser Ziel jetzt hier anbelangt. Da ist noch so ein Gegnergrüppchen. Und dann haben wir es geschafft. Glaube ich, hoffe ich. Aber das sind auch unterschiedliche, ne? Das ist nicht alles hier vom gleichen Schlag. Ist aber auch Wahnsinn, wie schnell sich mein Blitz wieder auflädt. Wow, wo kommst du denn her? Höhlenmogan. Ja, du blöde Pflanze, brauchst dich gar nicht einmischen. Ey, habt ihr gerade gesehen, wie die versucht hat, nach mir zu schnappen? Gibt's ja nicht, ey. So ein freches Ding. Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich brauche, glaube ich, keine 3 Sekunden zu warten. Dann ist mein Blitz wieder voll aufgeladen. Ich habe ehrlich gesagt im Rahmen dieses Let's Plays gar nicht mitbekommen, was dazu geführt hat, dass das plötzlich so schnell geht. Dass das plötzlich so schnell geht. Voll der Zungenbrecher, ey. Giftmine. Gerade voll durch Zufall entdeckt. Hallo? Ich konnte die doch entschärfen. Ich habe doch A gedrückt. Also irgendwie überfordert mich das hier gerade alles. Okay, jetzt habe ich Angst. So, ich werde jetzt mal so richtig übertrieben vorsichtig sein. Und einfach den hier nehmen, weil wir den zu viel, zu häufig haben, wie auch immer. Nehmen wir das jetzt hier auch noch, um ein bisschen Platz zu sparen. Ach so, meine Gesamtdings hat sich erhöht. Ich wollte gerade sagen, warum ist meine Energie runtergegangen? Okay, warte mal. Ich mache auch mal den hier. Jawohl. Vielleicht nützt das alles gar nichts, weil die Gegner hier allesamt voll schlecht sind. Aber vielleicht kann ich das durch die Menge an Gegnern auch so ein bisschen kompensieren. Das wäre natürlich cool. Alter Schwede, jetzt geht ausgerechnet jetzt mein Fernseher gleich aus. Ey, ich glaub's ja nicht. So sind alle tot, ich glaube schon. Nee, scheiße, ich glaube, da hinten hat noch einer gelebt oder mehrere. Scheiße. Boah, ey, wirklich, ich hab manchmal echt das Pech gepachtet. Ey, wie kann bitte just in diesem Moment, in diesen paar Sekunden, wo so ein Kampf ja sich abspielt, die Mitteilungen sich einblenden, dass jetzt in ein paar Sekunden der Bildschirm ausgeht? Ich hab, ey, wirklich keine Ahnung. Ja, irgendwann wird mir das nochmal richtig zum Verhängnis, ey, ich sehe es schon kommen. Einfach nur, weil ich jedes Mal zu vergesslich bin oder zu faul bin, mal an den Einstellungen irgendwie ein bisschen... was anzupassen. Aber egal. Es hat funktioniert. Ich glaube zwar immer noch, dass da irgendwie nicht alle Gegner mit involviert gewesen sind, aber das soll mich jetzt auch nicht tangieren. Ist egal. Wir haben es hier geschafft und das ist das Einzige, was zählt, nicht wahr? So, ich habe das mal ein bisschen für uns abgekürzt, damit wir das in dieser Folge auch noch untergebracht bekommen zeitlich, uns die Gespräche mit unseren ursprünglichen Auftraggebern anzuhören. Und ja, wir sind jetzt in Rat hier. Ich habe zwischenzeitlich keinen Kampf gemacht, nichts eingesammelt. Ihr habt wirklich null verpasst, deswegen ist das, denke ich mal, okay. Ja, der Albtraum ist jetzt hoffentlich zu Ende. Hey Kumpel, ich habe dir da was mitgebracht.
Malions Lippen bewegen sich und seine Augen zucken unter den Lidern. Sein Schlaf ist weder traumlos noch friedlich. Malion, das Lapidus geben. Ich hatte schreckliche Träume. Da waren kriechende Insekten. Etwas Dunkles, das sich näherte. Es kam mir vor wie Tage. Wie lange war es? Das weiß ich gar nicht, das würde deine Mutti aber mit Sicherheit besser sagen können, weil die hat jeden Tag gebangt um dich, es waren Tage. Tage? So lange, wirklich? Das erklärt meinen Rücken und meinen Kopf. Okay, ganz ruhig, ihr wurdet vergiftet, ja, Tage, woran erinnert ihr euch? Ja, sind wir mal ein bisschen behutsam, ich meine, er hat uns ja nichts getan. Vergiftet? Ah, ich erinnere mich. Eine Flasche recht guten Weins wurde geliefert. Ein Geschenk. Ich wollte ihn kosten und dann... Wo kann er sein? Er scheint unter das Bett gerollt zu sein. Es hat ihn wohl niemand bemerkt. Nehmt ihr ihn. Schließlich ist er ein Beweisstück. Ja, und was soll ich damit? Ja, super, vergifteter Wein. Toll, da kann ich jetzt andere Leute vergiften oder was? okay, über sich erzählt er nichts. Dann fangen wir mal mit Koriana an. Mutter muss sich solche Sorgen gemacht haben. Bin ich einfach eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht? Ja, ich glaube, so ähnlich kann man sich das vorstellen, der Wein. Wie konnte ich nur so dumm sein? Jemand hatte ein Geschenk vor die Tür gestellt. Und ich habe es einfach getrunken. Mhm. Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen, will ich meinen. Was kannst du mir über deine Familie sagen? Nachdem meine Schwestern in Chlorikon gefallen waren, war es vorbei mit meiner militärischen Karriere. Aber ich verstehe das. Immerhin lastet die Zukunft der Anwohner nun allein auf mir. Ja, umso glücklicher sind jetzt alle, also alle, die gegnerische Familie in Anführungsstrichen wahrscheinlich nicht, aber alle, die sich jetzt in diesem Haus befinden, dass es dir jetzt wieder besser geht. Malions Schwestern. Cassyne und Villa waren beide viel älter. Ich weiß noch, dass sie groß, furchterregend und blond waren. Aber sie sind schon länger tot, als ich zurückdenken kann. Okay, klingt irgendwie nicht so, als ob er emotional sehr an ihn gehangen hätte. An mehr erinnert ihr euch nicht? Verzeiht mir, es ist alles noch etwas verschwommen. Ich erinnere mich, dass Onfei den Wein brachte. Er sah gut aus, also wollte ich ihn kosten. Dann Dunkelheit. Dann sollten wir uns vielleicht mal diesen Onfei vorknöpfen, oder? Wer ist er denn? Unsere älteste Hausdienerin. Sie umsorgte uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Na, wenn die mal nicht mächtig Dreck am Stecken hat, dann weiß ich auch nicht. Danke erstmal. Schickt nach meiner Mutter. Seid so gut. Deine Mutter steht direkt neben dir. Bist du bekloppt? Ach so. Nee, das ist nicht die Mutter. Das ist die Olle, die zuletzt, glaube ich, vorm Haus stand, ne? Kann das sein? Ich spreche mal eben kurz mit ihr. Der Wein war es? Das ist ja schrecklich. Wenn ich es doch gewusst hätte. Oh. Was habe ich dem armen jungen Meister angetan? Na, solange es keine Absicht war, ist ja okay. Was kannst du mir über die Familie sagen? Meine stattlichen Herren, seit ich ein schmächtiges Mädchen war. Das Blut der Anwon ist alt und kein bisschen verwässert. Was man von einigen Häusern auf der Nadelspitze nicht behaupten kann. Okay, das wissen wir ja schon. Also, ihren Standpunkt dazu oder den Standpunkt der Anwon generell. Malion? Es war schrecklich, den jungen Herrn so krank zu sehen. Alles nur wegen einer Flasche Wein. Oh, wenn ich den Kerl erwische, der ihm das angetan hat. Ja, wissen wir denn irgendwas darüber? Wer hat euch den Wein gegeben? Jetzt wird's interessant. Lasst mich nachdenken. Ein Diener. Ich kannte ihn nicht. Und er sagte nur, es käme von einem Freund Meister Malions. Das scheint ja ein toller Freund zu sein. Interessant, was sich heutzutage alles Freund schimpft. Also das wird wahrscheinlich nur ein blöder Vorwand gewesen sein, schätze ich mal. Vielleicht weiß sie ja ein bisschen mehr. Wie, er ist erwacht. Lyria, sei Dank. Hier ist euer Gold. Doch die Angelegenheit ist noch nicht beendet. Findet den, der dies getan hat, und ihr bekommt noch viel mehr Gold. Das Gift war in den Wein gemischt? Zeigt es Apothekerin Revani unten auf der Pruderi. Mit etwas Glück kennt sie das Gift. Vielleicht sogar den Giftmischer. Das ist mal interessant. Was kannst du mir noch über die Familie erzählen? Dank euch wird Malion genesen und Haus Anwon fortbestehen. Ja, das war ja auch das Ziel, ne? Und auch der Grund, weswegen wir euch so dringlichst helfen sollten. Malion? Der Lapidus hat ihn wiederbelebt. Aber solange wir kein Gegengift haben, ist er nicht gerettet.
Genau wie Haus Anwon, bis der Giftmörder entlarvt ist. Ja, darum werden wir uns auch noch kümmern. Also würde mich auch interessieren, vor allen Dingen, weil ich mal einfach mal schätze, dass das eine Person ist, die wir vielleicht schon kennen. Mal gucken, wo ist die Apothekerin? Ihr findet sie am Fuße der Nadel, in der Pryderie. Bringt ihr den vergifteten Wein. Wenn jemand helfen kann, dann sie. Alles klar. Sehr cool. Ja, dann werden wir mal schauen, dass wir das vielleicht auch in der nächsten Folge abgewickelt kriegen. Wir haben jetzt in der Scholia Arcana noch eine andere Belohnung, die wir uns abholen werden, direkt zu Beginn der nächsten Folge. Dann werde ich mal gucken, dass wir die Apothekerin aufsuchen können. Das Abenteuer fehlt mir noch. Ja, das werde ich vielleicht offscreen machen, wenn sich hier eine Möglichkeit bieten sollte. Das wird ja aber, denke ich mal, schwer werden. Und ja, ich möchte in der nächsten Folge auch gerne die geschwärzte Halle aufsuchen, einfach um dieses unangenehme Gefühl in meiner Magengegend auch loszuwerden und das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Das hier habe ich schon, das weiß ich aus dem Kopf. Und ja, alle Hände voll zu tun, will ich meinen. Ich danke an dieser Stelle aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dahin. Ciao!